Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi und da machen wir heute Tag 10 auf. Tag 10 wird auf jeden Fall spannend, weil ich schon weiß, dass es da Probleme geben wird. Und da sind drin GPIO-Kabel, 2 Stück an der Zahl. Ja, wollen wir mal gucken, was wir damit machen müssen. Heute im Adventskalender 2 GPIO-Kabel und das Projekt heißt LEDs mit Abdimmen. Das Experiment des 10. Tages dimmt eine LED über eine mobile ab. Für den Aufbau der Schaltung benötigen Sie folgende Bauteile. Das Programm, das Dimmen der LEDs erfolgt über eine Ab. Für das Hoch- und Runterdimmen soll es eine Schaltfläche geben. Bei Betätigen der Schaltfläche wird ein Python-Skript ausgeführt. Da es 2 Aktionen sind, werden auch 2 Python-Programme benötigt. Das Ganze geht über Deute, über wie viele Seiten? Ja, nur über 2 A4 Seiten. Hier kommt der Bezug zu Tag 7 und am Tag 7 hatte ich ja fürchterliche Probleme. Wir probieren jetzt mal einfach das so Schritt für Schritt, wie es hier drin steht. Eine Frage, die mir jetzt gerade kommt. Hier ist ja ein Versuchsaufbau drauf, aber hier in dem PDF steht überhaupt nicht drin, welchen GPIO ich verwenden soll. Ich meine, gut, wir kriegen das natürlich irgendwo hin. Ah, doch. Doch. Ah, das hier oben ist auch gleichzeitig der Versuchsaufbau. Ja, okay. Gut, das war immer ein bisschen sehr wackelig, was sie da gebaut haben. Da ist er. Machen wir zuerst, glaube ich, mal den Aufbau hier mit der Platine. Das scheint mir gerade am sinnvollsten zu sein. Wir haben mehr als genug GPIO-Kabel. Wir haben auch genug Stiftleisten, um das Ganze gesteckt zu machen. Dann ist das etwas stabiler, wenn ihr mich fragt. Das ist aber auch Geschmackssache. Das darf man so und so sehen. 4-mal. Gut. Da steht jetzt nicht bei, welche Farben wir verwenden sollen. 1, 2, 3, 4. Rot. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den gelben. Ach, ich habe doch hier noch ein gelbes Kabel. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssten die eigentlich beide auch schon, die rote leuchtet auch schon ein bisschen, die gelbe komischerweise nicht. Dann gucken wir mal, was wir alles machen müssen. Als erstes brauchen wir mal, das hat sich ja bewährt, dass wir das Python-Programm erstmal direkt starten. Und gucken, ob das grundsätzlich erstmal funktioniert. Nee, ab. Ich glaube, es ist besser, wenn wir aufgebrauchen. Ne? Wofür ist denn die zweite LED denn jetzt da? Das könnte natürlich sein. Dass wenn wir jetzt den, das war auch PWM auf, jetzt gucken wir mal PWM ab. Ach so. So ist das gedacht. Also ich dachte natürlich, dass das so eine Art Sinus oder sowas dann werden sollte. Also die Python-Skripte funktionieren. So, kommen wir zur zweiten Seite. Sollten Sie den Webserver und PHP 5 noch nicht installiert haben, folgen Sie bitte den Schritten von Tag 7. Zur Umsetzung der App
müssen Sie wieder die gleichen Schritte wie an Tag 7 erledigen. Schritt 1, Vorlagen in das Verzeichnis des Webservers kopieren. War www.html. So, das geht hier schöner. Okay, jetzt gucken wir uns den nochmal an. So, da sind schon mal Vorlagen. Vorlagen anpassen. Öffnen Sie die Datei index.php. Nano index.php. Fügen Sie dem leeren From-Block die notwendigen Schaltpläne hinzu. Okay. From Action index.php. Ich bin ja immer noch gespannt, ob jetzt vielleicht die Auflösung kommt, was ich bei den letzten verkehrt gemacht habe. So. Post. Input. Name. Gleich hoch. ID. Hoch. Submit value hoch dimmen. Schreibt man hoch dimmen groß? Tut man das nicht? Ja gut, wer sich meine Textanblendungen anfängt, der weiß, was ich so zu Duden-Konformität sage. Ja, 4180C5. Ja, die Farbe bleibt so. Als nächstes kommt runter. Runter. ID runter. Ne? Jetzt gucken wir uns mal die Index.php an. Da ist er. Aber die Index.php findet er doch normalerweise von alleine. Nee, doch nicht. Gut, da kann auch noch nicht viel passieren. Hier war jetzt ein Schnitt, weil ich die obere Kamera, da war die SD-Karte simpel voll. Ja, es dauert. So, diese Aufnahmen im Hintergrund dauern. Und ihr seht ja auch an dem, wenn ihr euch Tag 7 anguckt, das ist, glaube ich, eine Viertelstunde übergeblieben und das Originalmaterial waren über 2 Stunden. So, was müssen wir jetzt weitermachen? Damit erzeugen Sie 2 blaue Schaltflächen auf der Beschriftung hochdimmen und runterstimmen. Speichern Sie die Datei mit Steuerung O und beenden Sie den Editor über Steuerung X. Öffnen Sie dann erneut die Datei index.php im Browser. Haben wir gemacht. Nun muss noch die Vorlage mit den beiden Python-Skripten verbunden werden. Ändern Sie hierfür den Anfang der Datei index.php wie folgt. PHP if post aus Licht an wird hoch Tag 10 und das Programm heißt 10pwm.py. Sehe ich das richtig? Dann kommt ein neuer Befehl. Else if Fragezeichen und dann kommt Titel Konrad. Gut, Steuerung O, Steuerung X. Damit ist die Webseite fertig. Nun können Sie Rechte setzen. Moment. Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt nichts mehr. Da scheint noch keine. Scheint nicht funktioniert zu haben. Da fehlt erstmal die runde Klammer. Steuerung O.
ist er wieder. So, theoretisch kann das noch nicht funktionieren, weil wir noch Rechte setzen müssen. Steuerung X. Schritt 3, Rechte setzen. Öffnen Sie erneut das LX-Terminal und wechseln Sie über var.html-Tag 10. Tag 10, in das Verzeichnis von Tag 10 geben Sie den Skripten Ausführungsrechte. Sudo chmod a plus x 10 Sternchen i. Aus mit dem Dateimanager, geht ja auch. Wir machen uns das Leben doch gerade viel zu schwierig. So, was ist jetzt? So, also vielleicht war auch das der Fehler von Tag 7. Ich kann es momentan wirklich nicht mehr sagen. Rüber kopiert haben wir sie jetzt. Jetzt können wir nochmal das Recht setzen. Nun müssen Sie noch den Webskript ausführen. Darf sudo wie sudo. Okay, fügen Sie folgende Zeilen ein. Das war ja die Frage auf Pi 10 pwm ab.py. Steuerung O, Steuerung X auf ein neues. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut, das habe ich jetzt nicht anders erwartet. Wie gesagt, ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Wir haben ja am Anfang gesehen, die Python-Skripte laufen. Und vermute ich den Fehler eher in dieser Datei irgendwo. Ich weiß es aber nicht, weil mein Sachstand ist, dass diese Datei von oben nach unten abgearbeitet wird. Der letzte Befehl gilt, wie bei der Armee. Das ist so mein Sachstand. Da vermute ich den Fehler. Ich weiß es aber noch nicht. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt die Skripte nochmal eben schnell an. Da sind die Skripte. Ich wollte Python nochmal starten, weil es so schön ist, dass man sich das wenigstens nochmal angucken kann, dass die Programme wirklich auch funktionieren. Läuft die Kamera da oben nicht ganz umsonst mit. Ja. Ja gut, man könnte das jetzt noch mal in eine Schleife packen, aber nach wie vor, da tut sich nichts. So, dann gucken wir noch mal, das nächste Python-Skript können wir uns dann auch nehmen. Ach, habe ich jetzt Python wieder zugemacht? Aha, kleiner Hornochse. Oder auch große Hornochse manchmal.
Jetzt sollte die rote kommen, ja genau. Und im Wesentlichen war es das. Wo da jetzt der Fehler liegt, das bedarf einer detaillierten Fehleranalyse. Ich habe überhaupt noch keinen Ansatz. Ich müsste mich jetzt zunächst mal mit dem Thema Variablenübergabe beschäftigen. Hatte ich ja gesagt, das hatte ich zum letzten Mal im Jahr 2000 gemacht. Da musste ich, wer es genauer wissen will, eine SQL-Variable an Word übergeben. Ja, es geht. Glaub mir, es geht. Will man nicht für möglich halten, aber doch. Und da vermute ich das Problem. So, dann stellt sich hier natürlich die Frage, warum überhaupt mit PHP? Ich kann doch auch mit Python im Browser rummachen, wenn ich das jetzt nicht völlig verpeile. Und wenn ich sowieso schon im Browser bin, dann kann ich auch sofort mit Online-Programmen arbeiten, wie wir sie vom BBC Microbit kennen. Online-Snap, Online-Python, Online-Scratch. Aber das sind alles so Ideen, wie gesagt, das hatte ich am Tag 7 schon gesagt, das ist alles noch vollkommen ausgegoren. Mit diesem Problem hatte ich so nicht gerechnet. Da stellt sich ja auch die Frage, muss man eigentlich damit rechnen? Gut, ich meine, ich habe nun so viel Kalender gemacht, ja, da muss ich sagen, wer den jedes Jahr macht oder jedes Jahr so im Schnitt 4 Kalender baut, der muss man sagen, ja, der weiß, dass die keine Vorteste, keinen Prätest machen und dass das, dass die Produkte fehlerhaft sind. Das wissen wir. Der kann das wissen. Jemand, der den Kalender das erste Mal kauft und die Frage, die ich mir ja immer wieder stelle, wie viel von diesen Dingern liegen wohl halb geöffnet in irgendwelchen Schubladen? So. Eine Kunst, die niemand kann, ist recht zu machen. Jedermann, das war Tag 10. Als nächstes, ihr werdet es nicht glauben, kommt Tag 11 mit dem Thema Servosteuern. Bis dahin, tschüss.